Willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir haben unseren kleinen Vogel hier auf der Schulter oder auf dem Arm. Richtig geil. Mega. Finde ich cool. Wir wollen Ali suchen. Flieg mal weg. So. Kusch, kusch. Kuscheln später weiter, ne? Das heißt, wir wären auf dem Weg zu Ali, aber mal gucken, finden wir denn nicht hier noch ein paar Truhen oder irgendwas? Ich denke mal, wo Wachen sind, sind auch Truhen. Aber jetzt da hinten ist irgendwas abgesperrt. Und hier oben haben wir noch irgendwas. Ein paar von diesen Fässern. Oder Körben. Ja. Behältnissen, ne? So, Knochenwürfel nehmen wir auch noch mit. Und dann schauen wir mal weiter. Wir wollen zu Ali. Okay, hier kommen wir doch runter, ne? So. Jetzt einmal durch die... Wow, ist das kalt. Hi. Oh, das finde ich ja geil. Bob ist noch ein bisschen nass. Das ist ja cool gemacht. So, warte mal. Hier sieht mich eine Wache. Irgendwer hat mich doch gerade beobachtet. Oder habe ich mich da vertan? Haben Sie mich beobachtet, Ma'am? Ne, ich dachte. So, hier haben wir nur eine Bank, Strohballen. Hilft uns alles nicht weiter. So. Einmal hier rum. Ja, wie kann ich denn meinen Kamel rufen? Ich könnte jetzt nachgucken im Menü, aber wir können den Weg auch zu Fuß machen. Dann haben wir immerhin die Möglichkeit, dass wir vielleicht noch das ein oder andere entdecken. Hier in die Schloss würde ich ja auch gerne mal rein, ne? Hier haben wir auch Wachen. Das heißt, hier werden auch bestimmt irgendwo Wertgegenstände sein. Nicht gerade wenig. Aber wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen hier lang. Oh. Ah, das nehmen wir mit. Nicht gesehen, was ich gekriegt habe. So. Ist das außerhalb der Stadt oder was? Hier ist ganz schön Tumult. Hier sind doch die ganzen Händler, ne? Könnte man ja eigentlich mal gucken, wenn wir unsere Sachen verbessern wollen. Was haben wir hier? Händler, Hilfsmittelvorräte, Munadi, Schmiede. Das heißt, wir sind, wenn wir in der Nähe der Schmiede sind, können wir da ja einmal gleich hinstratzen. Da kommen wir ja theoretisch nicht dran vorbei. Aber ich würde da trotzdem gerne mal hingucken und schauen, was für Sachen wir denn eigentlich noch kaufen können. Oder verbessern können, besser gesagt. War das ein Schwein? Nee, ein Esel. Ist ja fast das Gleiche, ne? So. Schmiede. Hier ist noch so ein Wertding. Klar, Moment, wir holen uns noch mal einmal das Artefakt hier. Weil der gerade um die Ecke ist. Wer weiß, wann wir den das nächste Mal sonst finden würden. So. 11 Meter. Ah. Ja, wer so einen guten Besen hat, der hat auch viel zu viel Geld in die Tasche. So. Nee, das braucht er gar nicht. Der kennt den Wert davon überhaupt nicht. Also, das würde es ja nicht einfach mit rumtragen. Eine buddhistische Gebetstafel.
Oh, wir sind wieder in der Nähe von unserer, von unserem Versteck. Entschuldigung, darf ich mal? Entschuldigung, darf ich mal? Da, da, da. So. Ja, ja, Diebstahl ist streng verboten. Leute, hört auf ihn. So, wir müssen aus der Stadt wieder raus. Oh, hier ist Sperrgebiet. Entschuldigung, darf ich mal? Vorsicht! Achtung! Ja, ja. Ich müsste hier einmal durch, bitte. Kleinen Moment, es tut mir leid. Tut mir leid. Ja, ist keine Absicht. Ist das hier alles Sperrgebiet oder bin ich jetzt nur verfolgt? Oh, Vorsicht. Ja, ja. Ja, Achtung, das ist ein großes Tier. So, wir müssen jetzt hier irgendwie unauffällig untertauchen. So. Hier sind wir auf jeden Fall schon mal los. Müssen aber demnächst schon anfangen, wieder ein Plakat abzunehmen. Ist aber eine schöne, noble Ecke hier, ne? Vorsicht. Gott. Achtung, aufs Kind aufpassen bitte. Das ist eine Straße, Leute. Bitte auf den Bürgersteig gehen. Ja, 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 Vorsicht. So, ab hier könnten wir zu Fuß gehen. Aber warte, wir packen das Kamel mal da vorne. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir es wiederfinden. So. Wache von Bab Khorasan. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingehen darf. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Wir machen uns mal einen kleinen Überblick wieder. Wir folgen einfach der jungen Dame. Ne? So, Entschuldigung, Ma'am. Ich muss hier mal investigativ unterwegs sein. Oha. Muss ich da rein? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Ich muss da rüber. Weil hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Doch, ich muss hier rein, ne? Oha. Okay, da müssen wir dann wieder ein bisschen im Stealth-Modus unterwegs sein. Hier haben wir noch einen. Da. Den mit dem Schlüssel können wir gerade nicht markieren. Hier ist noch einer in der Ecke. So, da ist der mit dem Schlüssel. Den haben wir schon. Hier steht noch einer. Praktisch, dass auf der Rückseite ein Baugerüst ist. Dann haben wir noch die hier im Eingangsbereich. Ist hier noch einer drinne? Nee, ne? Okay, ich glaube, wir haben alle. Ja, am besten wieder von oben nach unten arbeiten, ne? So, wir sind auf der Rückseite vom Gebäude und hier war ein Baugerüst. Aber das ist nicht ganz so hoch, ne? Dann würde ich auf die Mauer kommen, wo wir aber die beiden da haben. Auf der Seite sind auch zwei.
Klein Moment. Ich muss noch einmal gucken, wie kommen wir am besten dahin. Also wir müssen über die Mauer auf jeden Fall rüber. Und zwar haben wir eine Mauer, denn einen kleinen schmalen Gang und noch eine Mauer. Das heißt, hier rüber springen wird auf jeden Fall nix. Wir könnten versuchen... War hier nicht noch so ein Seillift? Hier vorne, ne? Wenn wir hier auf der Seite auf die Mauer kommen und die beiden loswerden. Oh, hier ist auch noch einer. Ne, das ist eine Puppe. Wenn wir da unauffällig hinkommen... Aber hier kommen wir nicht hoch, ne? Da kommen wir nicht hoch und durch die Tür kommen wir nicht durch. Würde uns nur der Weg mit den beiden da hinten bleiben. Dreien. Den müssten wir auch wegmachen. Da haben wir noch wen. Hier vorne sind noch welche. Oh, schwierig. Alternativ könnte man versuchen, hier hoch zu gehen. Dann haben wir zumindest diesen Seillift. Und hier ist ja auch keiner auf der Seite, ne? Also wenn wir hier hochkommen, ihn ausschalten, denn die beiden. Okay, wir versuchen es mal. Wir gehen mal nach links. Wie komme ich denn jetzt hier runter? So. Okay. Da vorne können wir hoch. Na toll. Bin bei den Kampfhühnern. So. Komme ich da hoch? Ja, ne? Okay, hier ist auch niemand. Ja, ich wollte eigentlich dezent erstmal in eine Hocke gehen. Und da ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Okay, jetzt haben wir hier zwei Leute. Okay, warte mal. Kriegen wir einen rangepfiffen? Nee. Reittier nicht verfügbar. X gedrückt halten oder was? Aha. Hier steckt ein Wurfmesser drin, ne? Ich will dich aber am liebsten nach hier vorne haben. Ich gehe lieber zurück. Gründlich zu sein ist nie verkehrt. Ah, jetzt ist er wieder weg. Ja gut, Risiko. Mensch, ich hänge hier voll fest. Ich kann es aber versuchen. Ach, ich habe keine Ausdauer. Lol. Okay. Na gut, ich hing da ein bisschen in der Wand fest eben, ne? Mein.
So, von hier da hoch. Ah, Mensch. Ja, Skill. So. Hoch. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Okay. So, die beiden wollen wir jetzt am besten separat voneinander ausschalten. Was war das? Sag ich nicht. So, welche Seite kommst du jetzt hoch? Nicht. Ein Moment. Ja, es hat aber schon gereicht. Sind kurz gesehen worden. Jetzt müssen wir den anderen noch rankriegen. So, den haben wir. Haben wir hier noch irgendwelche Kisten? Irgendwas zum Plündern? Nee. Gar nichts. Das ist aber ärgerlich. So, hier einmal rüber. Da haben wir eine Figur, die müssen wir wahrscheinlich befreien. Hier haben wir jetzt nur den Aufzug. Das hätte jetzt aber auch nach hinten losgehen können. So, am besten ist, wir holen den Geier nochmal. Aber erst, wenn wir die beiden ausgeschaltet haben. Okay. Der wird ja wahrscheinlich jetzt wieder in die andere Richtung zur Not weggehen. So, den haben wir. Hier auf dem Dach waren nur zwei, ne? So. Das Schicksal ruft. Die schauen wir auch, Kollege. Achso. Eine glorreiche Erinnerung. Ich bin Soldat und ein Mann klarer Worte. Doch ich muss versuchen, den Besuch des Botschafters zu beschreiben. Der ganze Palast erstrahlte im Glanz. Prächtige Teppiche dämpften den Tritt. Unsere Pferde trugen Sättel aus Silber und Gold. Die ganze Stadt kam, um dem beizuwohnen. Wenn mir der Speer schwer wird und Schweiß meine Rüstung drängt, werde ich diese Worte lesen und mich an die stolze Freude erinnern, wahrer Größe so nah gewesen zu sein. Ja, man kann sich das Leben auch schönreden. Verschaffen wir uns einen Überblick. So, zwei Hasenpfoten noch einmal neu markieren hier. So. Da müsste eigentlich gleich einer rauskommen. So, der Mann mit dem Schlüssel. Da ist doch eben noch einer in das Gebäude gegangen, ne? Hier, den haben wir vergessen. Nicht hier, sondern hier vorne. Okay. Ich dachte jetzt, hier wäre noch einer drin. Na gut. Die haben wir. Drei dort, zwei hier. Okay. So. Wie gehen wir denn jetzt am besten vor? Belausche die Wachen. Also die da. Boah, wie komme ich denn da runter? Kann ich hier... Oh Mann. Nee, das wird nichts. Vielleicht hier einmal um die Ecke. Okay, und... So.
Okay, der Sturz ist der gleiche. Und ich kann mich dort nicht festhalten. Okay, da haben wir jetzt zwei, ne? Ich würde die gern hier in der Ecke erstmal wegnehmen. Ich hoffe, mich sieht hier keiner. Das könnte er sehen, ne? Wenn wir jetzt auf den anderen raufspringen. Na, guck mal, der geht bis da ganz hinten. Das war notwendig. Ja, ein notwendiges Übel. Jetzt müssen wir den nur noch einmal verstecken. So. Okay, dann haben wir den nämlich nur weg. Findet der da hinten auf jeden Fall keine Leiche. So, dann hör mal zu da. Ja, er guckt. Er ist doch der Einzige, der hier auf diese Seite kommt, ne? Theoretisch könnten wir ihn... Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst Worte für so einen kleinen Mann. Maschinen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Okay. Ja, komm bitte her. Augenblick. So, die beiden haben wir direkt weg. Als nächstes kommt der da oben dran. Guck mal wieder systematisch. So, da die Freunde ja nie nach oben gucken. Nein. Verdammt, jetzt ist er erstmal weg. So, wenn wir den nämlich haben, haben wir auf der anderen Seite nur noch zwei auf der Höhe. Dass wir uns hier oben einmal rundherum kämpfen. Na, ich hänge schon wieder fest. Und auf der anderen Seite sind ja nur noch die beiden da. Die können wir auch einzeln wegnehmen, ne? Das ist kein Problem. Gerade von der Mauer aus können wir runterspringen. Das Einzige wäre, diese beiden sind auf derselben Höhe. Möglicherweise in den Heuhaufen springen. Dann kommt er vielleicht schon ohne Pfeifen. Notfalls halt Pfeifen, ihn da reinziehen, dann ist er weg. Und dann hinten über dem Balken, dann können wir ihn abstechen. Ja, wie wir das hier unten machen, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich sag mal, die sind jetzt nicht so das Problem hier vorne, die gucken ja eh nicht zum Hof. Aber wir haben einmal den mit der schweren Panzerung. Dennoch die anderen beiden. Ist besiegelt. Wenn wir natürlich Alarm auslösen, kommen die von der Tür, vom großen Tor auch zu uns. Ja, wir schauen mal.
So, haben wir hier noch irgendwas einzusammeln? Na sicher. Ach, kann ich nicht nehmen? Oh, mei. Oh, ich komme hier gar nicht rüber. Ich dachte, hier ist auch eine hohe Mauer. So, dann müssen wir halt hier runter. Einmal hier unauffällig rüberschleichen. Und die können wir plündern. Stahlbarren, Bauteile und Leder. Sehr wichtig. Kann ich den hier rüberlocken? Weil wenn ich jetzt auf den drauf springe... Leite mich in Kido. Wenn ich auf den da raufspringe, wird er das sehen, denke ich mal, oder? Hm. Schwierig. Also bis zu welchen Radius geht sein Blick? Ist auch keine Wand, ne? Nee. Gott, im Gegenteil, hier ist er ganz offen. Wenn ich den hier reingepfiffen kriege, will, also würde der hier reinklettern, wenn ich pfeife? Nee. Den erreichen wir gar nicht mit unserer Reichweite. Gut. Aber wie machen wir die beiden denn weg? Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass er das jetzt sehen wird. Ja, okay, aber sagst du auch deinen Freunden Bescheid? Okay. So, dann haben wir die beiden nämlich auch weg. Spielzeugfigur? Modern. So, komm her. Okay, das hat er nicht gesehen. Jetzt ist die Frage, was sieht der Großmeister da unten? Habe ich ein bisschen Bammel vor, wenn ich jetzt hier... Scheiße. Okay. So, das ging soweit schon mal. Jetzt komme ich hier wieder nicht rüber. So. Die Tür ist verschlossen und für die das wollen sieht wir... nach dem Heim eines Schreibers aus. Den Schlüssel. Wer hat nochmal den Schlüssel? Der hier vorne. Das Problem wird der da sein. Ist auch in Ordnung. Und kommst du hoch? Komm, da ist eine Leiter. Wie tief die großen gesunken sind. Die Waffen. Wir haben Gesellschaft. Klappe da, du darfst doch keinen davon erzählen. Der sieht wie ein Schreiber aus. Blutetöne. Hol. Mich willst du nicht zum Narren. Ja.
Den nehme ich in Verwahrung. Gut, ja, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. So, wenn ich den da... Kann ich den triggern? Was ist denn los? Wer sollte sich mit uns anlegen? Und, kommt er hoch? Ach, scheiße, kommen vielleicht beide, ne? Ja. Okay, kommen beide, aber wir können den Dicken erstmal ausschalten. Und bleib stehen und kämpfe. Nein. Hund. Oh Gott, ich bin so schlecht in diesem Parieren. Mein. Also das mit dem Parieren, das muss ich erst irgendwie noch... Naja. Könnte besser sein, ne? Also, aber jetzt haben wir unten schon mal freie Bahn. Müssen natürlich noch einen Heiltrank wiederholen. Ein Elixier. So, den einen haben wir jetzt verloren, leider. Hier können wir nicht rein. So, Judendach. Das nehmen wir mit. Ganz wichtig. Die ganzen Beweise. Wir müssen über... Hier sind ja auch noch Beweise. Das müssen wir alles einstecken. So. Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Fall geschlossen. Wache von Bob Corsan. So, dann gehen wir wieder raus. So. An dem Efeu können wir nicht hoch, ne? Aber ganz schön von der Kiste her. Da ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, von der Kiste her ist ganz schön mau hier, ne? So, Elixier. Oh, das ist ja praktisch. Brauchen wir gar nichts kaufen. So, dann gehen wir noch einmal zu der Kiste da oben. Aber das haben wir gut gemacht. Wir sind fast gestorben, aber wir haben es gut gemacht. So, nochmal ein Wurfmesser. Ich sag mal, das größte Problem ist halt mit diesem Parieren. Dieses Timing finden. Ich glaube, wenn du das einmal richtig drinne hast, dann geht das wie von alleine. So, hier im Kerl. Ah ja, das ist eine dicke Truhe. Okay, warte. So. Jetzt müssen wir den... Nee. Aber deswegen kann ich den noch nicht kaputt machen, ne? Aber das muss doch ohne Wurfmesser auch gehen, oder? Eigentlich. Nee. Und den können wir auch nicht weiterschieben. Okay, ohne Wurfmesser kriegen wir das nicht kaputt, leider. So. Oh, dieser Staub. So. Wir haben nur die dicke Kiste. Ah, nehmen wir mit. Sandschmutmontur des Aufbegehrens.
dezent spät. Vielleicht merkt man das. So, Inventar. Montur. Das ist Aufbegehrens. Verringert die Auswirkungen illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad um 20%. Das ist schon nicht schlecht. Wenn man das aufwerten würde, verringert die Auswirkungen 30%, 40%. Gegner hören 50% weniger Lärm, während Basim Attentate verübt. Gut, ich sag mal, die Montur. Weniger Lärm ist ja gut. Zumal ich ja eh ein bisschen sneakier unterwegs bin. Das mit dem Bekanntheitsgrad wäre dann... kleine Straftaten, sag ich jetzt mal. Wäre das vielleicht ein bisschen praktisch. Monturfarbe, Schwert. Nach perfekten Ausweichen fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Dann würde ich eher die Parade nehmen. So, was haben wir hier noch mit dem Dolch? Dolch ist nur einer. Okay. Bekleidung haben wir nicht weiter. Nachforschung, Codex, Inventar. Nachforschung. Anführer der Aufständischen und Verbündeter der Verborgenen. Der Orden steht unter Verdacht. Achso, hier. Hinweis nicht gefunden. Ali Muhammad. Mir fehlt ein Hinweis. Ali und Nur arbeiteten zusammen, um mehr über die Machenschaften des Ordens in Bagdad herauszufinden, als er gefangen wurde. Ali wurde mit einem Mal versehen und weggebracht, um zu den Verborgenen befragt zu werden. Einer der Gefangenen erzählte, wie Alis Zeichen aussieht. Ja, aber wie sieht's denn aus? Ich habe ja hier die Liste. War es ein O, ein X, ein S oder ein I? Okay, mir fehlt hier auf jeden Fall noch ein Hinweis, aber ich habe die drei fertig. Ali wurde zur Wache von Bab Koros angebracht. Hier haben wir beide Hinweise und hier haben wir auch beide Hinweise. Ich müsste vielleicht hier nochmal hin und zu denen einmal hingehen und vielleicht hat ja Rosan irgendwelche Antworten. Das wäre halt nochmal so eine Möglichkeit. Vielleicht hat die ja noch irgendwas herausgefunden. So, ich bin, glaube ich, dort zu Hause. Ich kann hier die Mauer einfach außen lang gehen. Ich brauche gar nicht in die Mitte. Außen lang und dann komme ich nach Hause. In this way. Gut, über die Mauer kann ich ja wahrscheinlich nicht gehen. Aber an der Mauer entlang. Komme ich nicht runter, ne? So. So. So, dann schauen wir noch mal zum Orden. Aber das machen wir in der nächsten Folge.
würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.